Heute habe ich mal wieder ein Get-Ready-Video für euch. Und zwar wollte ich mehrere Produkte neu ausprobieren. Zum einen diese Foundation von Rival de Loop. Und ja, ihr seht ja, wie ich hier sie aufgetragen habe. Ich dachte wirklich, sie wäre vielleicht zu dunkel für mich oder sonst irgendetwas. Aber ich finde, sie passt ganz gut, oder? Was meint ihr? Ich habe sie seitdem noch öfter getragen und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Den Rival de Loop Concealer benutze ich ja auch schon seit einiger Zeit. Im Moment versuche ich diese Primer Potion aufzubrauchen. Ich mag die überhaupt nicht, aber sie muss ja mal leer gehen. So, und jetzt kommen wir endlich zu dem Live-Test der Urban Decay Naked 3 Palette. Bin schon so gespannt und ich wollte diesmal einen eher dezenten Look schminken. Und später mal so die starken Farben. Deswegen nehme ich hier den Pfirsich-Gold-Rosa-farbenen Ton. Irgendwie hat er alle Farben in sich. Und trage den auf dem ganzen Augenlid auf. Und dann nehme ich den ja leicht dunkleren braunen Ton und gebe den nur in den Außenwinkel, um ein bisschen mehr Dimensionen zu schaffen. Auf diese Farbe war ich auch schon sehr gespannt, dass eine Mischung aus Rosenholz und Braun. Und damit kann man einfach sehr gut die Lidschatten abdunkeln, wenn man es nur dezent haben möchte. Mit dem hellsten Ton habe ich dann nochmal alles verblendet. Okay, mein erster Eindruck von der Palette. Sehr, sehr schöne Farben. Aber ich habe das Gefühl, beim ersten Benutzen krümeln sie schon ziemlich. Genau wie meine erste nächste Palette. Das finde ich jetzt nur mittelmäßig. Und dann wollte ich mir unbedingt einen Lidstrich ziehen. Davor habe ich die Wochen immer nur Kajal benutzt, deswegen, ja, war das jetzt nicht der beste Eyeliner, aber ich fand ihn durchaus in Ordnung. Hat ein bisschen länger gedauert, das Ganze. Ich fasse immer dann noch meinen beigen Kajal auf die Wasserlinie und ich finde, man sieht durchaus einen Effekt. Als nächstes wollte ich dann noch den Essence Sun Club Bronzer ausprobieren. Habe ich mir auch neu gekauft. Und ja, das Konturieren kann man bei mir eigentlich nicht ernst nehmen. Ich kann das einfach noch nicht so gut und muss das definitiv noch üben. Perfekt für den Frühling eigentlich. Ich hatte schon leichte Frühlingsgefühle. Ist dieser Catrice Blush. Und ich habe wie immer zu viel Farbe genommen. Aber da kommt gleich mein Kabuki. Und mit dem verblendet ist dann alles nochmal ein bisschen, ja, besser und nicht so bam in your face. Und auch neu gekauft habe ich von Rival de Loop Young diesen Highlighter. Den habe ich jetzt schon so oft in irgendwelchen Videos gesehen und, boah, der schimmert ja echt ganz schön stark. Also, hat mich ein bisschen erschreckt, aber ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Erst dann ist mir aufgefallen, dass ich in meiner Routine vollkommen durcheinander gekommen bin. Ich trage doch immer erst Mascara auf, deswegen das noch eben schnell. Und da benutze ich von Manhattan diese Mascara. Und ich habe auch wieder die Wimpernzange vergessen. Fail, das passiert mir so oft. Als vorletztes fülle ich dann immer meine Augenbrauen ein bisschen auf mit diesem Essence-Set. Am Schluss trage ich noch mein Puder auf. Da fragen mich manche mal, warum ich das am Ende mache. Ich weiß es auch nicht. Ich mache das einfach immer am Ende. Und ja, ich brauche da meine Routine. Und dann ganz am Schluss kommt der Lippenstift. So, das war dann auch schon der ganze Look, der erste Live-Test. Mit der Foundation bin ich sehr zufrieden. Mit dem Highlighter, mit dem Bronzer auch. Und ja, die Urban Decay Naked Palette muss ich definitiv noch öfter benutzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!